Herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Das ist hier mein erstes Tutorial der fertigen Version dieses Zombie-Survival-Apokalypse-Bauspiels. Ihr könnt in dem Spiel alles machen, was in irgendeiner Weise möglich ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten, deswegen möchte ich da zumindest die ersten Hilfen bieten. Und die erste Hilfe geht erstmal ums Einstellen. Wie sorge ich dafür, dass dieses Spiel bei mir möglichst flüssig läuft? Habt ihr einen sehr potenten Rechner und eine tolle Grafikkarte? Ist das überhaupt kein Problem? Aber zum Ersten ist wichtig zu sagen, 7 Days to Die ist ein voxelbasiertes Spiel. Das heißt, es funktioniert nicht so, dass man vorgerenderte Welten hat oder Grafiken, die hauptsächlich die Grafikkarte belasten. Bei 7 Days to Die wird auch der Prozessor belastet, denn diese Voxel oder, um im Minecraft-Jargon zu bleiben, die Klötzchen, die muss der Prozessor berechnen und es sind viele, viele Tausende. Okay, gehen wir mal erst in die Optionen. Und hier möchte ich erstmal sagen, ich will natürlich Tipps geben für die Anfänger dieses Spiels. Es gibt aber auch viele Leute, die dieses Spiel schon lange gespielt haben in der Early Access Phase, die ja immerhin fast 11 Jahre gedauert hat. Daher werde ich da auch ein bisschen was Neues erzählen, was in der Version 1.0 neu dazugekommen ist. Erstmal gucken wir uns die Einstellungen an. Die sind relativ klar. Vor allen Dingen, wenn ihr mit der Maus über die verschiedenen Einstellungen geht, bekommt ihr dementsprechend auch eine kurze und nicht immer erschöpfende Erklärung. Aber hier Feiertagsereignisse deaktivieren, deaktiviert festliche Aktivitäten und saisonale Beute. Naja, sowas halt. Falls ihr irgendetwas überhaupt nicht versteht, lohnt es sich vielleicht mal, wenn ihr des Englischen etwas mächtig seid, die Sprache auf Englisch umzustellen. Dann müsst ihr das Spiel einmal neu starten. Aber manchmal sind die englischen Beschreibungen etwas klarer als die deutschen Übersetzungen. Gut, dann gehen wir mal in Video und in die Anzeige. Ich spiele hier auf einem ziemlich leistungsfähigen Rechner, aber ich habe das erstmal standardmäßig so eingestellt. Natürlich möchte man die Grafik in möglichst hoher Auflösung genießen. Das Problem ist aber, bei bestimmten Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich durch die Landschaft bewege, eventuell sogar auf einem schnellen Motorrad, dann ist die Grafikkarte ziemlich am Ackern. Und wenn ihr in große Gebäude geht, voll mit Zombies und euch mit Zombies kloppt, dann kann es sein, dass es gar nicht die Grafikkarte ist, die da die Grenze setzt, sondern der Prozessor, der anfängt zu glühen. Daher gibt es hier eine Einstellung dynamische Auflösung. Wenn ihr das aktiviert, hier wird es auch so ein bisschen erklärt, wird die Qualität des 3D-Renderings dann kurzzeitig zugunsten von mehr Bildern pro Sekunde, von mehr FPS zurückgenommen. Die Zombies sehen dann vielleicht nicht mehr ganz so toll aus, aber sie bewegen sich noch flüssig und vor allem ihr könnt euch flüssig bewegen, um ihnen einen auf die Glocke zu geben. Okay, alles andere ist eigentlich Basis. Hier könnt ihr die Spielhelligkeit einstellen. Das könnt ihr eigentlich so lassen. Das Sichtfeld stelle ich persönlich immer gerne ein bisschen größer ein. Könnt ihr aber auch machen, wie ihr wollt. So, die Qualitätseinstellungen sind eigentlich das Geheimnis und hier kann man am meisten drehen. Daher gehe ich hier gleich mal nicht in Ultra, sondern in Benutzer definiert. Und die spannende Neuerung, die steckt in der Kantenglättung. Einmal gibt es hier die normale das Anti-Aliasing, also die Kantenglättung auf Deutsch. Dann gibt es hier aber temporal und hier kann ich die Kantenglättung schärfer einstellen, wie viel ich möchte. Und ganz neu ist FSR.
Das ist die AMD-Variante von einer speziellen Kantenglättung mit sogenannter Frame Generation. Das heißt, es werden Zwischenbilder berechnet, die dann insgesamt für mehr Frames per Second sorgen. Und das heißt, hier kann man wirklich noch mal ein bisschen was drehen. Niedrig bezieht sich auf die Qualität. Das heißt, ich kann hier auch FSR auf Ultra stellen. Dann habe ich zwar ein Top-Bild, aber die Framerate, die wird sich nicht großartig erhöhen. Wenn ich allerdings hier auf Niedrig stelle, sieht das Bild vielleicht nicht ganz so toll aus. Vor allen Dingen bei Bewegungen gibt es oft Schlieren oder sowas. Allerdings, ihr bekommt, wenn ihr Glück habt, vielleicht sogar eine doppelt so hohe Framerate wie sonst. Der Trick an der ganzen Sache ist nämlich, dass FSR eine niedrigere Auflösung hochrendert. Das heißt, wenn ihr eine höhere Auflösung stellt, wird das Bild erstmal in einer niedrigeren Auflösung vorgerendert und FSR setzt das dann um auf eine höhere Qualität. FSR ist so ein bisschen was wie DLSS von Nvidia. FSR kommt ja von AMD. Nur DLSS benutzt für diese Zwischenbildberechnung noch KI und ist da dementsprechend ein bisschen besser. Der Vorteil von AMDs FSR ist dagegen, es läuft auf allen Grafikkarten, auch auf älteren Nvidia-Karten. Und deswegen haben die Funpimps das hier wohl eingebaut. Das heißt, hier könnt ihr wirklich mal mit experimentieren, wenn ihr merkt, das Spiel ruckelt und in einer niedrigeren Auflösung möchte ich nicht spielen. Gut, die anderen Einstellungen sind halt erklärt, wenn ich hier auf Texturqualität gehe. Klar, hier bekomme ich auch immer die Anzeigung Auswirkung der Leistung mittel bis hoch. Ich möchte natürlich eine schöne Texturqualität haben. Das geht aber auf die Grafikkarte, wie so ziemlich alles andere auch. Grundsätzlich stelle ich auch auf schwachen Rechnern immer gerne auf eine hohe Texturqualität und spare dann aber lieber an diesen Einstellungen, Reflexionen zum Beispiel. Hier sieht man zum Beispiel Auswirkung der Leistung sehr hoch. Das bezieht sich übrigens alles nicht auf den Prozessor, sondern auf die Grafikkarte. Das heißt also, hier kann man auf niedrig oder mittel bleiben. Das gleiche gilt für Schatten. Schatten sind auch wirklich eine Herausforderung für jede Grafikkarte. Schattenqualität, auch da kann man erstmal ein bisschen was zurücknehmen. Partikel sind auch Dinge, die die Grafikkarte stark beeinflusst. Und ob man 100% Partikel haben muss, ich würde hier wenigstens auf 50 oder sogar auf 25 oder 20 einstellen. Regen sieht man trotzdem noch. Gut, Sichtweite, das sind natürlich wieder Dinge, die auch das Spielempfinden wirklich beeinflussen. Da bin ich immer der Meinung, dass man das möglichst hoch lassen will. Das gleiche gilt für Geländequalität, aber auch hier Auswirkungen auf die Leistung, Qualität des Wassers. Das kann man auf hoch lassen. Da ist die Leistungsauswirkung niedrig. Grasdistanz, Mittel, Qualität der Objekte, klar. Das sind natürlich wieder Dinge, die das Bild schön machen, aber auch viel Leistung kosten. Dann gibt es hier eine spezielle Einstellung, das nennt sich Umgebungsverdeckung oder auf Englisch Ambient Occlusion. Diese Funktion sorgt dafür, dass der Prozessor nicht so viel zu tun muss. Nämlich, er braucht dann Dinge, die der Spieler nicht sieht, die sich zum Beispiel hinter einem Gebäude oder hinter einem Baum verstecken, auch nicht rendern. Es hat in der früheren Zeit öfter mal Probleme gegeben, wenn man dann irgendwie aus dem Augenwinkel sieht, dass plötzlich Bäume verschwinden und plötzlich wieder auftauchen. Das war nicht ganz so toll. Aber das ist auch deutlich besser geworden. Das heißt also, wenn ihr da einen etwas schwächeren PC habt, könnt ihr Umgebungsverdeckung anmachen. Wenn ihr natürlich so einen richtigen Trumm habt und sagt, oh, ich brauche nirgendwo dran zu sparen, dann könnt ihr das auch ausschalten. Da muss der Prozessor da ein bisschen mehr ackern und ein bisschen mehr berechnen, aber mit seinen 8 dicken Kernen, da lacht er drüber.
Okay, das waren die wesentlichen Sachen. Hier haben wir noch Blumen, Bewegungs- und Schärfe. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich mich bewege, will ich trotzdem alles scharf sehen. Und deswegen schalte ich das sowieso aus. Alles andere kann man eben je nachdem laut Nachgeschmack, Sonnenstrahlen, SS, also Screenscape, das sind spezielle Reflexionseffekte. Da muss man mal mit rumspielen, denn manche dieser Effekte sind auch nicht wirklich so richtig toll. Und manchmal sieht das Bild einfach besser aus, wenn man es ausschaltet. Ja, das wäre die Qualität. Dann gibt es hier noch Einstellungen zur Benutzeroberfläche, ob die etwas durchsichtig sein soll, wie groß sie sein soll. Das halte ich jetzt, da halte ich mich nicht lange dran auf. Interessant ist nochmal hier eine Sache, und zwar dynamisches Meshing. Hier ist wieder ein bisschen Denglisch am Gange. Der Trick von dieser ganzen Sache ist, dass das Spiel nicht nur die Landschaft rendern muss, und vor allem wenn ihr in die Ferne guckt, muss es bei Bedarf auch ganze Städte rendern. Und hier geht es jetzt speziell darum, wenn ihr viel baut und viel verändert habt, dann ist der Prozessor nochmal mehr am Gange. Und hier könnt ihr dynamisches Meshing aktivieren. Das bedeutet, wenn ihr eine tolle Festung gebaut habt, dann möchtet ihr die vielleicht auch aus der Ferne schon sehen, wenn ihr dahin fahrt. Und das kann man hier aktivieren. Das kostet natürlich wieder Leistung, aber das kann man hier einstellen, ob das in 1000 Meter, ab 1000 Meter Entfernung, in 1500 Meter Entfernung oder sogar 2000 Meter Entfernung. Je höher das ist, desto eher muss der Prozessor rendern. Aber wenn ihr sagt, ich habe einen dicken Prozessor, dann macht das ruhig an. Dann seht ihr das, was ihr verändert habt, schon aus der Ferne. Dann gibt es hier noch ein paar andere Einstellungen, auf die gehe ich jetzt erstmal nicht ein, denn die bezieht sich auf den sogenannten Gebietsschutz. Da kann man das zum Beispiel einschränken, nur da, wo ihr einen sogenannten Gebietsschutzblock gesetzt habt. Das spielt bei Multiplayer-Spielen eine ziemlich große Rolle. Das wird dann hauptsächlich gerendert. Dann kann man das hier noch in gewissen Bereichen einschränken. Ich würde das hauptsächlich so stehen lassen, wie es ist. Okay, und dann natürlich nicht vergessen, auf Anwenden zu klicken. Dann gehe ich nochmal schnell in die Audioeinstellungen. Die sind bei 7 Days to Die auch ein bisschen was Besonderes. Gesamtlautstärke, Umgebungslautstärke, Musiklautstärke, alles soweit klar. Aber dann gibt es dynamische Musik. Die kann man hier aktivieren oder deaktivieren. Das ist eine ziemlich clevere Sache, dass so eine leise Hintergrundmusik gespielt wird, und die ist abhängig davon, was gerade im Spiel passiert. Das heißt, wenn plötzlich im Hintergrund Zombies auftauchen, dann wird die Musik plötzlich dramatischer. Außerdem hängt die Musik auch von der Tageszeit ab, von dem Wetter ab und von dem Biom, wo ihr euch gerade aufhält. Auch eine sehr schöne Sache. Kostet natürlich auch ein bisschen Leistung, weil das ist nicht so der Rede wert. Aber es könnte andere Spieler auch ein bisschen irritieren. Wenn es euch irritiert, könnt ihr es hier abschalten. Okay, dann gibt es hier noch einen Schimpfwortfilter. Das ist allerdings für das In-Game Voice Chat. Da gehe ich jetzt also nicht weiter drauf ein. Dann gibt es hier noch, falls ihr eine andere Maschine benutzen wollt, wie zum Beispiel Mumble Voice Chat, da gibt es eine Funktion, dass das Voice oder die Lautstärke der Sprache abhängig von der Distanz der Spieler ist. Und das kann man hier aktivieren, dass das, wenn ihr dann Mumble Chat benutzen wollt, dass dann auch das funktioniert oder vielleicht auch nicht. Okay. Das wären die wesentlichen Einstellungen. Es gibt natürlich noch viel mehr dran zu drehen, aber dazu komme ich in einem der nächsten Tutorials. Ich denke, das nächste Mal werde ich erstmal erklären, wie man so ein Spiel startet und was man ganz zu Anfang zu tun hat, denn auch da hat sich so einiges seit den Early Access Zeiten geändert. Bis dahin,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und ich wünsche euch was. Viel Spaß. Tschüss.